Alle Menschen besitzen den Urinstinkt, sich gegenseitig zu helfen. Wenn sich ein Wanderer in den Bergen verirrt, leitet man eine Suchaktion ein. Wenn ein Erdbeben eine Stadt zerstört, schicken Menschen aus aller Welt Hilfslieferungen. Dieser Instinkt findet sich in jeder Kultur. Ohne Ausnahme. Heute früh gegen 4.30 Uhr registrierten unsere Satelliten einen Sturm in der Nähe der Ares-3-Station auf dem Mars. Der Sturm wurde immer heftiger und wir mussten die Mission abbrechen. Aber während der Evakuierung kam Astronaut Mark Watney ums Leben. Ich lege ein offizielles Logbuch an. Mein Name ist Mark Watney und ich lebe noch. Offensichtlich. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Aber es würde sowieso 4 Jahre dauern, bis mich eine andere bemannte Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Also, angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Okay, rechnen wir es durch. Ich muss einen Weg finden, Essen für 4 Jahre anzubauen. Hier. Auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Houston, zur Information. Wir haben eine Videonachricht an die ganze Crew erhalten. Spiel sie ab. Mein Gott. Mark Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Wow! Noch Fragen, Neil Armstrong? Wir haben ihn zurückgelassen. Holen wir unseren Mann. Die NASA hat das abgelehnt. Das heißt, worüber wir hier reden, ist Meuterei. Und wenn wir die Vorräte nicht übernehmen können, sterben wir. Zerstören wir den Gravitationsassistenten, sterben wir. Das ist das Weltall. Es kooperiert nicht. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Und dann sagt man, das war's. Das ist mein Ende. Ist es möglich, dass er noch lebt? Der Marsianer. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Bereit! Und dann sagt man, das war's. Vorsicht! Watney! Das ist mein Ende. Commander, Mark ist tot. Wir müssen sofort weg! Man kann das entweder akzeptieren oder an die Arbeit gehen. Das wird meine Crew ganz schön überraschen. Und die NASA. Und die ganze Welt. Aber ich lebe noch. Überraschung. Der Haken ist, es dauert 4 Jahre, bis mich eine andere Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Ich brauche also Wasser und Nahrung auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Wir haben eine Videonachricht erhalten. Mein Gott. Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Noch Fragen, Neil Armstrong? Okay, rechnen wir es durch. Ich habe genug Essen für 50 Tage. Er wird verhungern lange, bevor wir ihm helfen können. Das heißt, ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Er ist 50 Millionen Meilen weit weg von zu Hause, vollkommen allein. Was denkt er wohl gerade? Ich bin der größte Botaniker auf diesem Planeten. Ich weiß, wie wir ihn retten können. Aber wir brauchen die Hermes-Crew. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer stirbt oder eine geringe, dass 6 sterben. Ich setze ihre Leben nicht aufs Spiel. Das ist wichtiger als eine Person. Nein, ist es nicht. Die NASA hat die Mission abgelehnt. Also, wenn wir das machen,
reden wir über Meuterei. Wenn etwas schief läuft, sterben wir. Ist Ihnen klar, wie verrückt das ist? Sie haben keine andere Wahl. Egal, was passiert, sagt der Welt, sagt meiner Familie, dass ich nie aufgehört habe zu kämpfen, um nach Hause zu kommen. Heute früh gegen 4.30 Uhr registrierten unsere Satelliten einen Sturm in der Nähe der Ares-3-Station auf dem Mars. Unglücklicherweise wurde während der Evakuierung der Astronaut Mark Watney von Trümmerteilen getroffen und getötet. Mein Name ist Mark Watney und ich lebe noch. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Es ist die ultimative Überlebensgeschichte, fast wie eine Science-Fiction-Version von Robinson Crusoe. Angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Houston, zur Information. Mark Watney ist noch am Leben. Es ist ein Film über einen Mann, der allein auf dem Mars ist. Aber es geht auch darum, was parallel auf der Erde passiert. Wenn ich richtig rechne, dann wird er verhungern lange, bevor wir ihm helfen können. Er hat einen Astronauten, der auf dem Mars gestrandet ist, und fünf, die nach Hause kommen. Riskiert man, 6 Menschen zu verlieren, oder rettet man 5? Das ist wichtiger als ein Menschenleben. Nein, es ist nicht. Das Drama wird zwischengeschnitten mit Szenen um Jessica Chastain und ihr Team, die Mark zurückgelassen haben. Wir diskutieren, ob wir den Kurs ändern sollen, um Watney zu retten. Diesen Plan hat die NASA ausdrücklich verworfen. Wir machen es also zusammen oder gar nicht. Ist es möglich, dass er noch lebt? Der Marsianer rettet Mark Watney ab 8. Oktober im Kino in galaktischem 3D. Houston, zur Information. Mein Gott. Mark Watney ist noch am Leben. Ich spiele Mark Watney. Er ist Astronaut auf einer Mars-Mission. Das Wetter spielt verrückt und er strandet auf dem Planeten. Starten! Und die Story handelt von seinem Überlebenskampf. Rechnen wir es durch. Es würde sowieso 4 Jahre dauern, bis mich eine andere Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Es ist eine grauenvolle Vorstellung, dass er auf 99.000 verschiedene Arten sterben kann. Er braucht eine erdähnliche Atmosphäre und genug Essen, um zu überleben. Ich muss einen Weg finden, Essen für 4 Jahre auf einem Planeten anzubauen, auf dem nichts wächst. Glücklicherweise ist er Botaniker und überlegt, wie er aus der Marserde einen nährstoffreichen Boden erschaffen kann, auf dem etwas wächst. Aber dann musst du herausfinden, wie du ihn bewässerst. Du musst Wasser erzeugen. Zum Glück kenne ich das Rezept. Ja, ich habe mich in die Luft gesprengt. Ich liebe die Idee, dass der Film Intelligenz feiert. Und den Mut, den diese Astronauten haben. Das ist das Weltall. Es kooperiert nicht. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt sagt man, das war's. Das ist mein Ende. Der Marsianer rettet Mark Watney ab 8. Oktober im Kino in galaktischem 3D. Ich habe immer schon darüber nachgedacht, wie viel mehr wir lernen könnten, wenn wir den Mut hätten, weiterzugehen. Menschen auf der ganzen Welt eint eine kühne Forderung. Bringt ihn nach Hause. Wir sehen viele 100 Botschaften der Unterstützung für diesen mutigen Astronauten. Watneys Leidensweg ist noch lange nicht vorbei. Die NASA unternimmt alles, um herauszufinden, wie man ihn retten kann.